Am vierten Spieltag der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern kam es zum Vorpommern-Derby zwischen dem Greifswalder SV 04 und den Gästen vom Torgelower SV Greif. Das Wetter war an diesem Tag wunderschön, warmes Spätsommerwetter und Temperaturen ca. 25 Grad. Also beste äußere Bedingungen, um mit dieser Mannschaftsaufstellung für die Torgelower ins Spiel zu gehen. Fast unverändert, nur für Schwertfeger neu im Aufgebot Wegner, der somit sein erstes Spiel von Beginn an für die Torgelower absolviert. Letztes Jahr endete noch dieses Spiel in Greifswald 7:4 für die Torgelower und hier hatte schon in der dritten Minute Matthias Martens in seiner Heimatstadt das 1:0 für die Torgelower auf dem Fuß. Die Gäste begannen konzentriert mit viel Engagement. Hier Eckert am Ball. Setzt Allard in Marsch. Und dessen Flanke konnte noch geklärt werden. Dann diese Szene. Martens auf Kortula. Der Flügelflitzer flankt auf Sikorski. Und der nimmt direkt das Leder zum 1:0. Für die Torgelower. Ein wunderbarer Treffer in der 12. Minute. Die Greifswalder Mannschaft spielte noch vor einem Jahr unter den Namen ESV Empor, ehe man sich dann dem neu gegründeten Greifswalder SV 04 anschloss und nun unter diesem Namen ein Neubeginn im Greifswalder Fußballsport beginnen will. Die Torgelower blieben am Drücker, hatten den Gastgeber gut im Griff und dieser Eckball abgeschlossen von Martens über dem Tor. Dann Eckert im Nachsetzen. Das 2:0 in der 24. Minute. Sein erster Treffer in dieser Saison. Und das lässt doch hoffen, schon nach knapp einer halben Stunde führen die Torgelower deutlich mit 2:0. Und prompt ließen die Torgelower nun etwas nach. Zwar erspielten sie sich noch diese Schusschance und dann aber wurden die Greifswalder besser. Und hier die erste gute Möglichkeit nach knapp einer halben Stunde. Aber kein Problem für Markiewicz im Tor. Hier nochmal eine gute Möglichkeit. Dann aber der Anschlusstreffer durch Greinert. Ein herrlicher Treffer diagonal. Marschierte er durchs Mittelfeld und dann zog er ab aus gut und gerne 25 Metern in den Winkel und 1:2 nur noch. Das beflügelte die Greifswalder nun und die hatten Möglichkeiten und sogar hier einen indirekten Freistoß im Strafraum der Torgelower. Doch diese Möglichkeit ließen sie außer Acht. Die greifen nun zu behäbig
Und das war schon die Möglichkeit zu Beginn der zweiten Halbzeit für die Greifswalder und hatten fast das 2:2 erzielt. Und in den ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel konnte die Torgula froh sein, nicht den Ausgleichstreffer kassiert zu haben. Hier schön kassiert, aber dann war es vorbei. Wenig Zeigbares in der Offensive der Greifin zu dieser Zeit. Allard hier, aber dann konnte er sich nicht frühzeitig vom Ball trennen. Trainer Mirek Morawski brachte dann noch einmal mit gutem frischen Wind ins Spiel. Eckart Erke an diesem Tag nicht vor Ort. Er war privat unterwegs und somit hatte Morawski die Chefrolle inne. Die Greifen nun steigerten sich. Sikorski. Nein, Kossil war es mit diesem Schuss, den der Greifswalder Torwart noch halten konnte. Und hier hatte Gude eine Möglichkeit. Und diese Flanke landete an der Latte. Trotzdem waren die Greifswalder immer irgendwie gefährlich, wenn sie im Ballbesitz kamen. Dann dieser Abspielfehler und Allard läuft allein auf den Greifswalder Torwart zu, könnte abschließen, aber legt nochmal in letzter Sekunde ab auf Sikorski und der macht den Sack zu. 10 Minuten vor Schluss, 3:1 für die Greifen. Die damit den Sieg perfekt machen. Fast war diese Chance schon vertan gewesen und dann Sikorski nach Ablage von Allard ohne Mühe zum 3:1. Damit bleiben die Torgelower ohne jeden Punktverlust, führen mit 12 Punkten die Tabelle an. Der Gastgeber in den letzten Minuten trotz des 2-Tore-Rückstand immer bemüht, noch einen Treffer zu machen. Und hier muss Sikorski nochmal eingreifen. Letzte Möglichkeit, dann war das Spiel gelaufen. Die Torgelower nehmen die 3 Punkte aus Greifswald mit. Noch diese eine Möglichkeit. Und die etwa 40 mitgereisten Torgelower-Fans konnten sich über einen weiteren Erfolg ihrer Mannschaft freuen.